vorbei. Vorbei. Deshalb, das Erste, was wir uns vorstellen müssen, dieser Moment, wenn wir da liegen, wenn wir da liegen, und Sheikh Abu Hussein, Jazakallahu Khairan, wo wir die Todeswaschung gemacht haben, hatte gesagt, viele von uns sollen sich diesen Anblick mal anschauen. Der Mensch, es kann dein Vater sein, es kann dein Bruder sein, es kann deine Mutter sein, es kann ein Bruder von dir sein. Er liegt gerade da, er war gerade vielleicht mit dir unterwegs, du hast gestern vielleicht mit ihm was gegessen. Er liegt gerade da auf dem Holz. Er kann nicht mal seine Aura bedecken. Subhanallah. Guck mal, wir heute, wenn wir auf Toilette gehen wollen, du schließt die Tür auf, zu und du achtest darauf, dass keiner von dir etwas mitkriegt. Eine Lerne von Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, du liegst jetzt auf dem Holz. Tod. Du kannst nichts tun. Nichts von abwenden. Und dann wirst du gewaschen. In Leichentuch gewickelt. Subhanallah. Du kannst auch nicht Stirat machen. Mach mit mir so, schick mich so. Nein, ist vorbei. Diese Menschen entscheiden jetzt aber nicht. Wohin und was und wie. Und guck mal, dieser Mensch, der gerade gestorben ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der über Leben und Tod ist bestimmt. أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was meinst du, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen? Jalla, genieß! Und dann kommt der Moment an, wo sie sterben. Was hat ihnen das ausgenutzt, was die genossen haben? Und in Surat Al-An'am sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Als sie vergessen haben, woran sie denken sollten, haben wir ihnen die Türen zu allem geöffnet. Viele denken, das ist ein Segen, Allah liebt mich, weil Geld und Kraft und Gesundheit und der Mu'min, mein Nachbar, der hat nur Katastrophen. Ja, er denkt, es ist ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. In Namas Tidraj, Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich, damit er, wenn er dich hat, lässt er dich nicht mehr los. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْدَهُ Subhanallah. Bis sie genossen haben, was wir ihnen gegeben haben, haben wir sie genommen. Haben wir sie genommen. Deshalb, stell dir das vor, dass du irgendwann auf diesem Holz liegen wirst und irgendjemand kommt und wäscht dich. Und dann wirst du getragen auf die Schulter. Wohin? In einem Loch. Und du warst der Vater und du warst derjenige, der großzügig war und du hast gebaut und hast gemacht. Nein, die werden dich in einem Loch in der Erde begraben. Keiner wird sagen, wir bauen ihnen ein Zimmer in unserer Wohnung. Nein, nein, du irgendwo weit weg. Und sie weinen um dich. Ja, sie werden weinen um dich. Das Letzte, was du hörst von dieser Dunja, sind die Schritte der Menschen, die dich begraben haben. Das ist das Letzte von dieser Dunja. وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Dann gibt es eine Wand zwischen dir und dieser Dunja. Vorbei. Und Rasul hat gesagt, in dem Moment, wenn der Mensch begraben wird, bleibt 15 Minuten. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala für ihn um Standhaftigkeit. Er wird gerade gefragt. Stell dir mal vor, du bist alleine in deinem Grab. Niemand kann dir helfen. Du kannst nicht rufen, Baba, Mama, Großmutter. Niemand kann dir helfen. Du liegst da und du wirst gefragt, wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und viele Leute sind sehr überheblich. Sie sagen, ist das ein Problem zu sagen, Allah ist mein Gott? Ist das ein Problem zu sagen, der Islam ist meine Religion? Ist das ein Problem zu sagen, Mohammed ist mein Prophet? Ist das ein Problem? Es gibt Leute, die werden das gar nicht aussprechen können. Gar nicht. Gar nicht. Und dann wirst du da begraben. Wenn das gute Taten sind, kommt eine Stimme zu dir und sagt, wir sind deine guten Taten. Wir werden mit dir bleiben bis Yom al-Qiyamah. Ein guter Duft verbreitet sich in deinem Grab. Ein Lächeln zeichnet sich auf deinem Gesicht. Oder umgekehrt kommen die Taten und sagen, wir sind deine schlechten Taten. Bis Yom al-Qiyamah werden mit dir bleiben, bis du rauskommst aus deinem Grab.
Und dann, dein Gesicht wird finster. Ein schlechter Geruch verbreitet sich in dem Grab. Hier sitzen, eine Frage. Wie viele von euch haben einmal erlebt, wie ein Mensch begraben wird? Wie viele? Ein, zwei. Wer überhaupt war? Aber das ist unser Problem, dass wenn jemand stirbt, direkt und weg. Warum? Weil die irgendein Hadith nennen, den es gar nicht gibt. Ikram und Mayit in Afna. Um den Toten zu ehren, solltest du ihn so schnell wie möglich. Nein. Warum sagen wir nicht die Jugendlichen? Wallahi, Sheikh Muhammad Hassan Yaqub, Jazallah khair. Wenn Leute sterben, er ruft so viele junge Leute, so Leute wie ihr, er ruft die zusammen und zeigt ihnen, wo sie am Ende landen werden. Wenn du das siehst, verändert sich dein Leben. Du siehst, was das bedeutet, zu sterben. Und dann, in dem Moment, wirst du gefragt, wer dein Gott wäre. Derjenige, der gottesfürchtig war, er antwortet, kein Problem, Allah ist mein Gott. Warum? Weil er auf dieser Dunya, egal was gekommen ist, sein Chef, seine Arbeit, seine Frau, sein Kind, er wusste, Allah ist mein Gott. Und danach hat er gelebt. Ein anderer, der wackelig auf den Beinen ist, die Engel fragen ihn noch einmal mit lauter Stimme, wer ist dein Gott? Hä? Wieso fragen sie noch einmal? Kann es sein, dass ich gerade falsch geantwortet habe? Subhanallah. Guck mal, lernen diese Zweifel zeigen, dass dieser Mensch auf dieser Erde zweifelhaft war. Sie schreien ihn an und er weiß schon gar nicht mehr. Aber ein Mu'min, der nach La ilaha illallah gelebt hat, du kannst ihn sogar zerschneiden und er wird dir sagen, Allah ist mein Gott. Er weiß das. So habe ich das gelernt, so habe ich danach gelebt und als ich gestorben habe, wusste ich, dass ich zurück zu Allah kehre. Und dann, in dieser Zeit im Grab, Rasul Sallam berichtet darüber, entweder kann dein Grab eine Stätte von Gutem sein oder eine Stätte von Feuer. Wallahi Azim, Gelehrte, von denen ich denke, dass sie niemals lügen werden, haben erzählt, wir haben einen jungen Mann begraben. Als wir da auf dem Boden gestanden haben, der Boden hat gekocht. Der Boden, als wir darauf gestanden haben, hat gekocht. Hat gekocht der Boden. Subhanallah. Ein anderer hat erzählt, ein Gelehrter, der selber jemanden begraben hat, und da hat er danach geschworen, er will niemanden hier begraben, hat er gesagt, als wir den jungen Mann in seinem Grab reingetan haben, haben wir gehört, wie seine Knochen zerbrechen. Wir haben gehört, wie seine Knochen zerbrechen. Und das sind Gelehrte, die wirklich nicht lügen, die sagen die Wahrheit. Und es gibt ein Video von Nabil al-Awadi, haben die erzählt, ein Video, damit du es siehst, die haben einen jungen Mann, gerade mal vielleicht 25 Jahre alt, haben die den im Grab gelegt und da war irgendwie ein Fehler, dann haben sie den wieder rausgeholt. Sein Gesicht, Wallahi, wenn du das Bild siehst, du wirst nicht mehr schlafen. Es waren gerade ein paar Minuten, die haben den gerade gewaschen, alles war in Ordnung. Sie haben den da gelegt, ein paar Minuten später haben sie den rausgeholt, sein Gesicht war zerquetscht. Subhanallah. Also, dein Grab kann eine Stätte, wo du Gutes erlebst, oder es kann was Schlimmes sein. Es kann was Schlimmes dich treffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann, Yawm al-Qiyamah fängt eigentlich damit mit Tatayur al-Suhuf. Tatayur al-Suhuf, die Bücher und so, die fangen an zu fliegen durch die Gegend. Und jeder kriegt sein Heft in seiner Hand. Entweder ist das in seiner Hand, oder entweder mit der rechten oder mit der linken. Weder Koran berichtet. Und viele werden versuchen, vielleicht die Hand zu verstecken und die Rechte zu strecken. Und er wird sie finden in seiner Linken. Er wird sie finden in seiner Linken. Weil du kannst mich vielleicht täuschen. Vielleicht kannst du, aber du kannst Allah nicht täuschen. Du kannst Allah nicht täuschen. Subhanallah. Und dann kommen die Leute aus ihren Gräbern. Da wollen wir anfangen. Und achte darauf, in dieser Zeit kommen Kinder raus. Babys. Vielleicht einer, der ist gerade mal 3 Monate gewesen, als er auf dieser Erde gekommen ist, und dann ist er gestorben. 3 Monate. Dieser kriegt graue Haare von dem, was er sieht. Er hat weder Zähne gehabt, um zu beißen, noch Kraft in den Händen gehabt, um irgendwas zu bewegen, noch Kraft in den Beinen gehabt, um irgendwo hinzugehen. Er sieht, was er sieht, er kriegt graue Haare von